Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt hier bei Safety Brokers. Ich grüße Christian Kemmerer am Start und wir wollen wieder auf die Währungsmärkte schauen. Natürlich, wie es die Sendung so beinhaltet, wenngleich hier natürlich auch, und das kann ich ruhig nochmal ansprechen, in Zukunft auch der ein oder andere Rohstoff neben den Edelmetallen hier in der Beschau stehen wird. Heute allerdings wollen wir uns mal den Top des bisherigen Handels anschauen. Handel startete ja hier in Neuseeland schon vor vielen, vielen Stunden und dennoch der Australdollar heute hier mit Stärke besehen, beziehungsweise der ozeanische Bereich inklusive Kiwi hier mit Gewinnen. Ansonsten alles relativ ruhig, aber auf der Kontraseite Euro-Australdollar sehr, sehr schwach, weil eben der Australdollar hier eine Aufwertung vollzieht und heute hier schon mit relativ anständigen Gewinnen daherkommt, gerade im Kontext eben zu dem ja, bisher dürftigen Verhalten der anderen Währungspaare. Dennoch Australdollar-Yen bislang erst 42 Pips gelaufen. Hier mal kurz hier in den Stundenchart, hier aktuell nahe dem Tageshoch. Da kann noch ein bisschen mehr gehen. Rein statistisch an dieser Stelle sei angemerkt, das Währungspaar bewegt sich so im Schnitt 75 Pips etwa. Also da geht noch ein bisschen was in Richtung 30. Sie sehen hier, die aktuelle Stundenkerze geht hier Richtung eines neuen Hochs. Muss man hier hingehen. Schwupp. Ist der Pivot weggeschwuppt damals. Ja, sieht man es jetzt hier ein bisschen klarer. Im Intraday-Bereich, wie gesagt, scheint sich hier eine ja, Stärke anzudeuten, nachdem wir jetzt hier wirklich ein gutes Level überrannt haben, buchstäblich gutes Level dahingehend, dass man hier horizontal gesehen im Bereich 79,25 im Intraday-Bereich eine Zone hat, die hier ja, durchaus als Widerstand gewertet werden durfte, gewertet werden darf. Dieses Level ist jetzt überwunden und wenn wir drüber bleiben, sieht es eigentlich Intraday hier schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Neben der positiven Intraday-Konstellation gehe ich mal hier auf den Tageschart an. Ein. Das hier praktisch eine Zeichnung vom letzten JFD-Devisenradar-Webinar. Hintergrund der, dass das Währungspaar ja hier grob in einer Range sich verhielt. Ja, also hier auf der Oberseite so 78, 60, 78, 50 als Widerstandsbereich und hier unten Unterstützung entsprechend 76, 15 roundabout. Und Sie sehen hier oszillierte das Währungspaar eine Zeit lang und dann gab es hier oben rein technisch eben ein Stück weit Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Schlussendlich war mein präferiertes Szenario bis es hier zu diesem Ausbruch kam, dass das Währungspaar durchaus nochmal nach unten drehen dürfte, nach unten drehen sollte. Das geschah nicht. Wie gesagt, das Tauziehen regelte sich insofern, dass der Markt dann hier nach oben ausbrach und hier entsprechend eben das Level von knapp 80 Yen hier touchierte und grundsätzlich das vom Bias her Verhalten gesehene Rückschlagspotenzial, was Sie hier noch so ein Stück weit sehen zum Ende des Oktobers, wurde sozusagen nicht ausgenutzt. Tatsache ist aber, nach diesem Touch der 80 Yen-Marke, sehen wir jetzt hier einen leichten Rücklauf und wie hier auch schon mit diesem blauen Tendenzpfeil skizziert, stehen die Chancen grundsätzlich gut, dass das Währungspaar sich hier jetzt über diesen nunmehrigen Unterstützungslevel hier bei 78, 60, 78, 65 stabilisieren sollte. Und das sieht gut aus, wenn wir hier also keine neuen Tiefs machen, dann spricht grundsätzlich neben der auch bullischen Saisonalität das charttechnische Setup für weiter steigende Preise. Und das heißt, der Preis ist heiß, sollte hier praktisch über 81 Yen hinausziehen. Grundsätzlich ein zu starker Rücklauf unter dieses ja, ausgebrochene oder hinterlassene Niveau 68, 78, 60 rund sollte wie gesagt nicht mehr kommen, insbesondere dann, wenn wir eben ja, die 78, 30, hier die gleitenden Durchschnitte, die wir hier haben, EMA 100, 78, 31, EMA 50, 78, 20, wenn wir hier drunter fallen sollten, dann kann man guter Dinge davon ausgehen, dass hier das Level um 77 dann auf die Agenda rücken dürfte als Alternativplan und sozusagen hier der Fehlausbruch seine Bestätigung fände. Aktuell alles nur als Pullback zu werten, insofern völlig undramatisch, mit der heutigen Kerze eigentlich eine Bestätigung, dass es jetzt aufwärts gehen könnte. Dazu sollte das Währungspaar aber eben tunlichst nicht weiter zurückfallen. Die Saisonalität selber spricht, wie gesagt, ein positives Band. Wir sehen es hier Ende Oktober, Anfang November, kommen wir hier bullisch rein saisonal betrachtet in den Markt. Kleine Seitwärtsphase und dann geht das Ganze hier bis Dezember rein grundsätzlich nach oben. Das heißt, der Rückenwind von der Saisonalität ist da, sieht also mal ganz gut aus. Der Tageschart wirkt bullisch. Übergeordnet allerdings, und dazu müssen wir uns jetzt heute mal anders. Wir haben es, vielleicht haben Sie es gemerkt, von dem Stunden zum Tages jetzt zum Wochenchart uns hervorgearbeitet. Grundsätzlich mache ich das ja auch gern andersrum. Technisch aber sehen wir hier im großen Bild auf Wochenbasis diesen übergeordneten Abwärtstrend. Ja. Und auch hier das präferierte Szenario, dass die Abwertung grundsätzlich weitergehen dürfte. Wir haben hier ein schönes Unterstützungslevel, was meines Erachtens, als es hier zu einem Test kam im Juni,
Hier die Chance gehabt, das Level nochmal anzusteuern. Meines Erachtens auch gute Kauflevels, aber Sie sehen, das Währungspaar wollte nicht so recht. Tatsache ist, hier auf Wochenbasis haben wir hier diese obere Abwärtstrendlinie im Bereich 81 Yen in der aktuellen Handelswoche. Aber hier ist es, und das haben Sie am Tagesschart ja eben auch schon gesehen, ein mögliches Ziellevel. Und hier wird sich dann entscheiden, ob mittelfristig das Währungspaar ja doch wieder nach unten dreht. Also hier achten Sie, 81 Yen ist eine wichtige Marke. Wir haben auch hier das 61er Fibonacci-Level dieses Abwärtsimpulses vom April bis Ende Juni. Hier das 61er Level. Und da wird es dann darauf ankommen, ob der Preis einen Ausbruch vollzieht oder letztlich dann eben doch hier mehr oder weniger wieder nach unten abdreht. Und wenn das passieren sollte, kann man sich sicher sein, dass es dann wohl auch neue Tiefs geben dürfte. Das gilt es mal genau zu beobachten. Wie gesagt, da Augenmerk drauf lenken unter mittelfristigen Gesichtspunkten, also nicht ein Intraday-Trading oder auf ein Trade auf mehrere Tage, sondern direkt auf Wochen gesehen, ist das hier eine sehr, sehr interessante Konstellation, die man im Auge haben sollte, wenn das Währungspaar eben hier an dieses Niveau ranläuft. Definitiv ein extra Blick wert und Augen auf in dem Zusammenhang, was denn da hier passieren könnte. Auf Wochenbasis interessant. Kurzfristig aber auch durch die Saisonalität getragen, kann es hier wie gesagt durchaus weiter nach oben gehen und sogar eben bis zum Dezember. Also ein Ausbruch ist nicht unwahrscheinlich und insbesondere wenn wir hier diese starke Abwärtstrendlinie durchbrechen und hier das Hoch dieser Kerze vom oder dieser Handelskerze von Mitte Juli, was hier bei 81,50 eben lag, dann muss man hier ganz klar sagen, scheint es sich um eine mögliche Trendwende zu handeln und dann könnte es eben hier auch durchaus einen Aufwertungsprozess geben, der den Yen dann wieder nach hinten fallen lässt, also sozusagen eben schwächt. Das wird gespannt sein zu beobachten. Ich finde Australien definitiv ein schönes, schönes Auftaktpaar für die Woche. Wenn es Ihnen gefallen hat, ja, geben Sie ein Däumchen hoch bei YouTube, beziehungsweise einfach positives Feedback ist immer schön. Ich sage danke an dieser Stelle fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder in alter Stärke, neuer Frische. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.